Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Segne dieses Krankenhaus, das zur Heilung der Kranken errichtet wurde. Tröste die Leidenden und sei den Sterbenden nahe. Ich finde es wirklich, es ist sehr schön geworden. Es ist eine gewisse Großzügigkeit. Man hat nicht das Gefühl, man kommt direkt in ein Krankenhaus hinein. Neben all der Fachlichkeit, die besprochen wurde, auch die Leute, die hier arbeiten werden, werden sich sicher wohlfühlen können. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Also diese Segnung, die hat jetzt gerade 18 Monate und 4 Tage nach der Grundsteinlegung stattgefunden. Und wenn ich an die Grundsteinlegung denke, ist das ein Gefühl wie vorgestern. Also es ging einfach rasend schnell, dieses Gebäude zu bauen. Aber es ist nicht nur schnell gebaut worden, es ist extrem schön, funktionell. Und ich denke, ein wirklich gutes Angebot für diejenigen, die jetzt zu uns kommen. Seien es Mitarbeiter oder erst recht Patienten und Angehörige. Ja, das war ein glücklicher Geschäftsführer des Krankenhauses Barmherzige Brüder, Dr. Andreas Kästler war das. Und wir haben gesehen, Professor Cornel Sieber, Chefarzt der Klinik für allgemeine innere Medizin und Geriatrie am Krankenhaus Barmherzige Brüder und dem Paul-Gerhardt-Haus. Und zweiterer ist heute einer unserer Gäste. Ihnen schon mal herzlich willkommen. Gern gekommen, Herr Lindner. Und auch gekommen ist Dr. Steffen Schlee. Er ist Oberarzt an der oben erwähnten Klinik, aber auch Leiter der akutgeriatrischen Tagesklinik im Paul-Gerhardt-Haus. Auch Ihnen guten herzlich Abend. Willkommen. Ja, wir wollen heute sprechen über Altersmedizin und die kann man ganz schnell brauchen. Das kann sein, sei es der Ehemann, die Ehefrau ist vielleicht schon etwas älter oder die Eltern, die haben schon ein gewisses Alter erreicht und sind zwar bisher noch selbstständig, aber dann kommt vielleicht plötzlich ein Sturz oder eine Infektion und dann ist eigentlich erstmal nichts mehr so, wie es vorher war. Und all das wollen wir heute ausführlich besprechen, welche Möglichkeiten es dann für solche älteren Patienten gibt. Aber zunächst, Herr Professor Sieber, wollen wir trotzdem noch einen kleinen Rückblick machen. Ende Dezember, das haben wir jetzt am Anfang gesehen, da war Segnung des neuen Paul-Gerhardt-Hauses in Regensburg. Dort ist künftig die Klinik für Altersmedizin untergebracht. Das war schon ein Meilenstein für Regensburg. Ich glaube schon, es geht ja, die Bauphase ging ja erfreulich kurz und effizient. Herzlichen Dank noch an alle, die an diesem Bau mitbeteiligt waren. Das war eine tolle Leistung. Wir hatten ja schon früh mit diesem Projekt, wenn Sie so wollen, begonnen. Es ist ja, wenn Sie so wollen, die Fortsetzung des Krankenhauses am Emmeranzplatz zusammen mit den Barmherzigen Brüdern und das zusammenzubünden, also eine Versorgung für ältere Menschen in der Region zusammen, auch quasi in einer Art Krankenhausökumene, glaube ich, darf man schon als Meilenstein bezeichnen. Wir waren natürlich bei der Segnung auch mit der Kamera dabei und haben den Tag jetzt zunächst noch mal für Sie ein bisschen zusammengefasst. Das war wohl das schönste Bild Anfang Dezember 2016 am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Der evangelische Regionalbischof Hans-Martin Weiß und der katholische Bischof Rudolf Voderholzer segneten gemeinsam das neu errichtete Paul-Gerhardt-Haus. Segne dieses Krankenhaus, das zur Heilung der Kranken errichtet wurde. Darf was nicht nass werden? Rund 220 Gäste waren dabei, als ein neues Kapitel der Regensburger Krankenhausgeschichte aufgeschlagen wurde. Mit Unterstützung des Freistaates Bayern haben die Barmherzigen Brüder und die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg rund 29 Millionen Euro in das neue Paul-Gerhardt-Haus an der Prüfeninger Straße investiert. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel war beeindruckt, mit wie viel Engagement das neue Haus gebaut wurde. Es ist so, dass wir als Freistaat Bayern ja auch bei den Krankenhausbauten mitfördern. Hier in dem Haus haben wir 12,1 Millionen Euro auch an Fördermitteln mit ausgereicht. Aber insgesamt waren es ja ca. 29 Millionen Euro, die ausgegeben wurden. Und man merkt eben, dass auch hier vor Ort richtig viel Geld in die Hand genommen wurde. Und ich finde es klasse, weil eben auch dann so ein Projekt möglich geworden ist, wie das Paul-Gerhardt-Haus, wie wir es jetzt erleben dürfen.
Den Schwerpunkt des neuen Hauses bildet künftig die Altersmedizin und es schreibt sozusagen die Geschichte des evangelischen Krankenhauses fort, denn es gibt zwei gemeinsame Träger. Also ökumenisch her tätig zu werden, ist uns insofern leicht gefallen, weil beide Seiten auf einer jahrhundertalten oder jahrhundertelangen Geschichte fußen und sich über diese ganze Zeit auch immer um kranke, alte und betagte Menschen gekümmert haben. Die Zusammenarbeit findet jetzt zum einen zunächst mal auf der Trägerebene statt, im sogenannten Verwaltungsrat, der bestückt ist durch Barmherzige Brüder. Da sitzt der Pater Provinzial, Frater Benedikt drin. Da sitzt auch der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsausschusses drin. Und die wachen, wenn sie so wollen, drüber, dass wir als Geschäftsführer und alle Mitarbeiter hier dieses Haus, auch das Thema Altersmedizin, vernünftig weiterentwickeln. Der Grundstein dazu wurde erfolgreich gelegt, denn das neue Zentrum für Altersmedizin hat Modellcharakter weit über Regensburg hinaus. Wir haben sehr häufig Geriatrien und Akutgeriatrien in Häuser eben eingestreut als eine Station, als eine Abteilung. Und dass man hier sich wirklich in diesem Paul-Gerhardt-Haus ein Zentrum der Altersmedizin hat, wo wirklich 80 Betten da sind, aber eben auch ganz speziell sehr, sehr viele Betten im Bereich der Geriatrie dabei sind. Das ist schon wirklich einzigartig in Bayern. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man das hier in Regensburg in diesem für ganz Ostbayern auch dann ermöglicht hat. Ja, Herr Professor Sieber, Sie haben auch einen Lehrstuhl für Innere Medizin und Geriatrie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ist das, was da in Regensburg entstanden ist, tatsächlich so einzigartig, wie die Gesundheitsministerin das gerade gesagt hat? Ja, das war natürlich nett, dass die Staatsministerin Hummel das erwähnt hat. Ich glaube, da ist schon etwas dran. Ich durfte auch über die Jahre ab und zu mit ihrem Ministerium planen, wie man in einer Region, also in Bayern, die Altersmedizin strukturieren kann. Und ich glaube, das ist spezifisch und deshalb hat es auch herausgehoben, dass das schon sicher etwas ist, was man sagen kann, da wird man auch von draußen drauf schauen, ist, dass wir eben alles vernetzt haben. Ich nehme an, wir werden später noch etwas darauf zurückkommen. Also die verschiedenen Orte, wo ein älterer Mensch im Gesundheitswesen von geriatrischer Seite her Hilfe erhalten kann, können wir jetzt hier anbieten. Und das an einem Ort gebündelt zu haben, auch in einer Agglomeration, wo natürlich das Krankenhaus nur ein Teil der Versorgung ist. Sehr viel Versorgung wird auch draußen gemacht. Ich glaube, das ist schon etwas, was man stolz darauf sein kann. Und sicher auch nicht nur in Bayern, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, das darf ich sagen, kommt auch ein bisschen herum, schon Beachtung finden wird. Also eine Art Modellprojekt. Wir werden das auch nachher natürlich noch ausführlich kennenlernen, Herr Dr. Schlee. Bevor wir über das gesamte Angebot sprechen, trotzdem mal so eine kurze Einleitung. Was sind denn das für Patienten, was sind das für Situationen, in denen dann die Menschen zu Ihnen kommen? Ja, unsere Patienten zeichnen sich nicht nur durch das Alter aus. Wenn man den Durchschnitt nimmt, der ist bei uns 84 Jahre. In einer normalen internistischen Klinik, in einem mittelgroßen Krankenhaus ungefähr 74 Jahre. Und diese Patienten kommen sowohl aus der Häuslichkeit, aber auch von anderen Krankenhäusern oder werden vom Hausarzt eingewiesen. Oder im schlimmsten Fall kommen sie mit dem Notarzt, wenn wirklich was ganz Akutes im Busch ist. Was man dann eben mit den Patienten machen kann, wie man die Diagnosen stellen kann, welche Angebote gibt es nach der ersten akuten Behandlung, darüber sprechen wir gleich weiter. Willkommen zurück zum TVA Gesundheitsforum. Die Altersmedizin und natürlich das neue Paul-Gerhardt-Haus in Regensburg sind heute unser Thema. Herr Professor Sieber, wir sind noch nicht so sehr ins Detail gegangen. Vorher mal grob gesagt, wie ist denn das neue Paul-Gerhardt-Haus aufgebaut? Wer ist da jetzt alles untergebracht? Also wir können ja vielleicht fast so wie eine virtuelle Begehung machen. Man kommt ja von vorne rein, es gibt eine große Eingangshalle, wo auch ein Empfang ist, wo man schon einmal sich orientieren kann. Es ist ja nicht immer ganz einfach für Hochbetagte und ihre Angehörigen, sich zurechtzufinden. Auf dieser Ebene ist links dann die akutgeriatrische Tagesklinik. Dann hat es aber auch in der Eingangshalle auch einen Begegnungspunkt mit einem Kiosk. Wir haben auch einen Friseur, was ich eigentlich sehr wichtig finde für die Patienten und Patienten, die bei uns sind. In der rechten Spange, wenn Sie so wollen, im Erdgeschoss, ist dann mehr Verwaltungsbereich und die Räume für das MVZ,
wo wir ja auch aktiv unterwegs sind. Dann also medizinisches Versorgungszentrum. Also so eine Ambulanz. Mhm. Dann hat es zwei Stockwerke darüber, das sind klassische Bettenstationen mit je 43 Betten. Es gibt im ersten Stockwerk im Übrigen auch eine Verbindung ins Barmherzige Brüderhaus, weil gewisse Leistungen wie zum Beispiel in der Radiologie oder so können wir ja, das ist das Glück natürlich mit einem Krankenhaus der höchsten Leistungsstufe, dass wir das dann auch anbieten können. Und im zweiten Obergeschoss vielleicht nicht nur dort Altersmedizin. Im ersten Obergeschoss werden wir auch allgemeine innere Medizin haben. Sie haben ja gesagt, das ist Klinik für allgemeine innere Medizin und Geriatrie. Und gerade im zweiten Obergeschoss werden wir dann diese Frührehabilitation machen. Also wir werden dann eben die Patienten nicht nur für ihre akute Erkrankung behandeln, sondern eben auch von Beginn an schon rehabilitive Ansätze machen. Jetzt sagen wir, wie werden es? Eigentlich tun wir es ja schon. Mhm. Wir sind jetzt seit 9 Tagen am Netz. Ja. Im Untergeschoss, muss ich auch noch sagen, ist eine große Funktionsabteilung, weil wir natürlich, und das ist ein Spezifikum bei der Behandlung betagter Menschen, möchten, dass die Fachlichkeit zu ihnen kommt und dass wir nicht so viel wegschicken müssen. Also was man halt so internistisch an Grunduntersuchungen macht, können wir dann im Erdgeschoss auch direkt in diesem Haus anbieten. Herr Dr. Schlee, Sie haben es auch schon vorher angerissen. Wir haben jetzt auch schon gehört, es gibt eine Unterscheidung, eben diese akute Behandlung, die findet auf der Station statt. Dann gibt es aber auch noch Rehabilitation. Wie kann denn so ein Fallbeispiel sein? Wie kommt ein älterer Mensch zu Ihnen, möglicherweise erst mit akuten Beschwerden, und bleibt dann bei Ihnen? Ja, der Weg ins Paul-Gerhardt-Haus kann über verschiedene Stationen führen. Wie vorhin gesagt, kann zum Beispiel der Hausarzt erkennen, dass ein Patient zunehmend in seiner Alltagsmobilität verliert. Vielleicht kommt da noch ein Sturzgeschehen dazu und es muss dringend gehandelt werden, weil sonst die häusliche Versorgung in Gefahr ist. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man den Patienten elektiv einweist. Das heißt, der Hausarzt nimmt mit uns Kontakt auf, weist den Patienten ein und wir behandeln ihn dann medizinisch, internistisch, geriatrisch und versuchen gleich diese Zeit zu nutzen, um den Patienten wieder fit für den Alltag, sprich für zu Hause, zu machen. Der häufigere Weg allerdings ist über unsere zentrale Notaufnahme, wo Patienten mit wirklich schweren, akuten Erkrankungen eingeliefert werden. Ich darf ein Beispiel nennen, zum Beispiel eine akute Lungenentzündung und gleichzeitig ein Harnwegsinfekt bei einer bestehenden geriatrischen Grunderkrankung, wie zum Beispiel einer demenziellen Entwicklung. Und diese Patienten profitieren ganz besonders von der Behandlung in einer sogenannten Frühkomplextherapie. Das heißt, wir müssen schon beginnen, während die Patienten schwer krank sind und noch einen hohen internistischen Bedarf haben, mit rehabilitativen Einheiten. Weil wenn diese Patienten längere Zeit im Bett verbleiben und sich nicht rühren, sage ich mal, ja, dann werden sie ganz viel an ihrer Alltagsfunktion verlieren. Sie werden verlernen, zum Beispiel Treppen zu steigen. Sie werden verlernen, wie komme ich denn aus dem Bett überhaupt raus, und werden dann letzten Endes zum Pflegefall. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Jetzt klingt da auch durch, Herr Professor Sieber, also da kommen vielleicht mehrere schwere Erkrankungen zusammen bei den älteren Menschen. Was ist jetzt in der geriatrischen Medizin noch mal anders als auf einer reinen Station, wo rein innere Medizin vielleicht stattfindet? Ja, da haben Sie völlig recht. Ich meine, Herr Dr. Schlee hat das ja schon etwas angesprochen. Also der hochbetagte Mensch hat ja meistens schon vorbestehende mehrere chronische Krankheiten, bedeutet, die werden auch weitergehen, die können wir auch nicht mehr wirklich heilen. Dann kommt etwas Akutes hinzu, kann auch eine entgleiste Zuckerkrankheit sein. Das heißt, wir werden diese behandeln, die chronischen Leiden bleiben weiter. Die Zielgröße für diese Menschen, wenn wir sie fragen, was erwarten sie eigentlich von uns als therapeutisches Team, wir arbeiten in einem geriatrischen therapeutischen Team mit verschiedenen Berufsgruppen, ist eigentlich immer ganz klar. Möglichst Funktionserhalt, Selbstständigkeit, verbleiben in dem Umfeld, wo ich war. Und deshalb ist eigentlich dieser Ansatz, einerseits ein Defizit zu behandeln, was eine klassische innere Medizin ist, nur ein Teil, sondern das andere ist eben, was sind noch an Ressourcen da? Wir sagen eine Ressourcenorientierung, wie können wir etwas erhalten? In dieser Anzahl verschiedener chronischer Krankheiten sind eben häufig auch nicht nur körperliche Krankheiten dabei, es sind Demenzkrankheiten, und man kann vielleicht das Buch Chicot sagen, ein Demenzkranker hat ja auch das Recht, einmal eine Lungenentzündung zu haben. Der kommt wegen dem ins Krankenhaus. Und das ist vielleicht das zweite Spezifikum in diesem zweiten Obergeschoss. Wir haben einen geschützten Bereich, wo eben auch
Patienten, die verwirrt sind, die vielleicht herumgehen, die vielleicht auch immer wieder einmal schreien oder so, speziell architektonisch behandeln können für diese akute internistische Krankheit, aber eben parallel dazu bestehend eine Demenz. So, dass sie nicht weglaufen können, aber das gar nicht so realisieren vielleicht, dass sie jetzt da im Krankenhaus sind. Ja. Herr Dr. Schlee, da sind wir natürlich dann auch schon bei einem wichtigen Thema. Alte Menschen brauchen vielleicht länger, bis sie wieder auf den Beinen sind, auch wenn die akute Erkrankung jetzt behandelt ist. Dann gibt es eben die Möglichkeit der Altersreha. Kann das auch mal nahtlos übergehen dann von der Akutstation in die Altersreha? Das kann durchaus so sein. Wir haben so eine Art Stufenprogramm. Zunächst steht natürlich die Behandlung der Akuterkrankung im Vordergrund. Dann müssen wir uns aber schon frühzeitig, während der Patient noch akut behandelt wird, schon Gedanken machen, wie geht denn das weiter? Kann der Patient nach Hause unmittelbar oder hat er noch eine verlängerte Rekonvaleszenz, was sehr häufig ist? Und dann können wir zusammen mit unseren Spezialisten entweder in Richtung Frührehabilitation steuern, wo das Ziel ist, den Patienten so weit zu bringen, dass wir ihn überhaupt in die Reha einschleusen können, in die klassische geriatrische Rehabilitation. Oder aber er geht sofort in die geriatrische Rehabilitation. Und da sind wir in der glücklichen Lage, am Krankenhaus Barmherzigen Brüder eine Abteilung zu haben, die jetzt mittlerweile schon seit 20 Jahren bewährt steht, sage ich mal, und die Patienten betreut. Sodass wir hier in Regensburg jetzt durch diesen Zentrumscharakter wirklich die Möglichkeit haben, in alle Richtungen die Patienten zu steuern, damit am Schluss das große Ziel, nämlich die Rückführung in die Häuslichkeit, verwirklicht werden kann. Das ist natürlich zum einen eine Hilfe für die Patienten, kann aber auch für die Angehörigen mal eine große Entlastung sein. Welche Säulen bei so einer Altersreha eine Rolle spielen, das haben wir jetzt mal mit der Kamera für Sie eingefangen. Monika Zeller ist 76 Jahre alt und hat sich noch vor 1 bis 2 Wochen relativ unsicher auf den Beinen gefühlt. Doch während der Rehabilitation in der geriatrischen Tagesklinik hat sie Kraft und Selbstvertrauen getankt und meistert inzwischen sogar eine Übung an der Kletterwand. Zusammen mit der Physiotherapeutin stärkt sie ihre Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskeln und die Extremitäten. Wie viele andere Patienten war sie zu Hause gestürzt und hatte sich verletzt. Doch Schritt für Schritt ging es wieder bergauf. Ja, ich bin also fast 4 Wochen hier. Und in diesen 4 Wochen habe ich Gehübungen gemacht, Gedächtnisübungen. Also ganz, ganz viele Übungen, um wieder fit zu werden. Die Physiotherapie ist nur eine der Säulen in der geriatrischen Rehabilitation. Patienten sollen bis ins hohe Alter möglichst selbstständig bleiben und ihren Alltag gut meistern können. Verena Kalb ist Logopädin. Heute übt sie mit einer Patientin das Sprechen und Schlucken. Eine Schluckstörung kann nämlich im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Essen in die Lunge gelangt und dort vielleicht eine Lungenentzündung verursacht. Mit der richtigen Anleitung gelingt es vielen Betroffenen, oftmals auch wieder richtig zu schlucken. Neben der Tagesklinik spielt auch die stationäre Rehabilitation eine große Rolle im neuen Paul-Gerhardt-Haus. Die Einrichtung der Station und der Zimmer sind speziell auf ältere Patienten ausgerichtet. Die Pflegekräfte spielen dabei eine besondere Rolle. Das heißt, viele Patienten, die hier bei uns momentan sind, sind nicht so fit, wie sie vorher waren. Das heißt, sie haben natürlich Angst, dass sie nicht mehr nach Hause können, dass sie vielleicht in ein Heim müssen. Und deswegen, also auch auf diese Bedürfnisse müssen wir eingehen, dass sich die Patienten wohlfühlen. Und das versuchen wir auch durch den Umgang mit den Patienten einfach auch zu gewährleisten. Unterstützt werden die Pflegekräfte durch Ergotherapeuten. Sie üben mit den Patienten möglichst alltagsnah. Auch auf der Station sollen die Patienten mobil bleiben, sich viel bewegen. Mit dieser Übung beispielsweise lässt sich die Feinmotorik wieder etwas verbessern. Gleichzeitig können die Therapeuten ihre Patienten einschätzen, welche Hilfe sie vielleicht später wieder zu Hause brauchen.
Eine ganz wichtige Rolle spielt im Alter die Ernährung. Benjamin Fischer ist Diätassistent und schult regelmäßig Patientengruppen. Die Teilnehmer lernen, falsche Ess- oder Trinkgewohnheiten zu erkennen, können Fragen stellen, bei Bedarf auch Einzelgespräche vereinbaren. Es muss also nicht immer die Kletterwand sein, um ältere Menschen wieder zu stabilisieren. Aber Monika Zeller freut sich noch immer über ihren Erfolg. Es ist ja natürlich ein Wahnsinnsfortschritt, dass ich sowas schon machen kann. Also bei der Reha, da unterscheidet man nochmal stationärer Aufenthalt oder vielleicht ambulante Reha. Herr Dr. Schlee, wovon hängt das ab? Welche Form ist für welchen Patienten geeigneter? Ja, also die teilstationäre Reha, die akut-geriatrische Tagesklinik, die ist für Patienten vorgesehen, die aus der Häuslichkeit kommen von zu Hause. Sie müssen aber nicht herlaufen, sondern sie werden abgeholt mit einem Bus. Und dort machen wir Medizin, Diagnostik und Therapie, aber auch Reha. Die stationären Patienten, das sind die Patienten, die in ihrer Mobilität noch so eingeschränkt sind und so einen hohen Hilfsbedarf haben, dass sie also im stationären Setting bleiben müssen, sprich sie schlafen auch im Krankenhaus. Ja, gleich geht's weiter bei uns mit dem TVA Gesundheitsforum. Wir wollen dann noch wissen, wie geht's denn für die Patienten nach so einer Reha weiter? Wo gibt's Ansprechpartner in Ostbayern? Bis gleich im dritten Teil. Sie sehen das TVA Gesundheitsforum mit dem Thema Altersmedizin heute mit Professor Cornel Sieber und Dr. Schlee vom Krankenhaus Barmherzige Brüder und dem neuen Paul-Gerhardt-Haus. Herr Professor Sieber, jetzt haben wir viel gehört über Notfälle, Altersmedizin, auch die Reha-Möglichkeiten. Wie geht es denn dann für die Patienten, für die Angehörigen weiter, ja, wenn die Reha endet? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe ja schon erläutert, dass die Menschen ja eigentlich wieder in ihre Umgebung zurück wollen. Das gelingt auch nicht ganz immer. Es ist aber auch nicht so, dass ein neuer Ort in einem Pflegeheim nur etwas Schlimmes darstellt. Im Gegenteil, für viele Menschen sind auch dort glücklich. Aber unabhängig davon, die Planung quasi vom Krankenhaus zurück, nehmen wir jetzt das Beispiel wieder ins häusliche Umfeld, ist gerade bei diesen Menschen natürlich etwas im Gegensatz zu einem Jungen, wo sehr viel Planung braucht. Und diese Planung bedeutet, kann der die nach Hause zurück, braucht er zusätzlich Hilfe, braucht er einen ambulanten Dienst, braucht er andere Dienste vielleicht, eine Logopädie, also eine Sprachschule nach einem Schlaganfall und so weiter, braucht er eine gewisse Betreuung, wenn er Ernährungsprobleme hat. Dies zu planen ist ein ganz wichtiger Teil und sollte natürlich möglichst gut koordiniert sein, bevor er unser Haus verlässt. Und dann natürlich vor allem auch wieder die Rückführung in die ärztliche Betreuung draußen. Ich sage immer, Geriatrie wird ja nicht prinzipiell oder hauptsächlich im Krankenhaus gemacht. Das ist nicht die Zielgröße. Das sind natürlich häufig die Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte, die Internistinnen und Internisten, auch Fachärzte. Und auch da, dass dieser Kommunikationsweg möglichst nicht ohne große Schnittflächen bleibt, ohne Reibungsverluste bleibt, ist eine ganz große Herausforderung. Und ich sage, wenn Sie so wollen, vielleicht wieder ein Spezifikum, das wir in der Geriatrie anbieten. Herr Dr. Schlee, wie groß wird denn so künftig das Einzugsgebiet sein? Das wird sich ja längst nicht nur auf Regensburg begrenzen. Und gibt es denn da auch in der Fläche, sage ich mal, noch Geriater oder Ansprechpartner, wenn jetzt Leute sich Sorgen um ihre Angehörigen machen? Natürlich gibt es die. Also viele Hausärzte sind natürlich in der Geriatrie auch bewandert, sind ja die primären Ansprechpartner. Wir bieten aber als Zentrum an, dass man uns anrufen kann und Informationen holen kann. Zu Ihrer Frage bezüglich der Ausdehnung, da haben wir doch ein relativ weites Einzugsbereich. Ich darf die Tagesklinik als Beispiel nennen. Dort sind 30 Kilometer ist der Radius, wo wir unsere Patienten abholen können. Das sind 288.000 Personen, die das potenziell treffen können über drei Landkreise. Wir haben aber auch durchaus, wenn Elektivaufnahmen sind, also Patienten, die eingewiesen werden von anderen Ärzten, bis zu Passau zum Beispiel, Patienten, die zu uns kommen. Dann sind wir fast am Ende unserer Sendung, Herr Professor Sieber. Letzte Frage noch, kann ich jetzt auch mal auf Sie sozusagen zugehen, auf die Spezialisten direkt am Paul-Gerhardt-Haus, wenn ich merke, ja, da komme ich mit dem Hausarzt alleine oder mit dem Internisten alleine nicht mehr weiter? Das kann man natürlich. Ich glaube, Sie sind schon sehr jung für uns. Noch aber, aus Ihrer Sicht gesehen. Aber völlig unabhängig davon. Wir würden natürlich dann trotzdem versuchen, möglichst rasch auch einen Kontakt zum Hausarzt oder der Hausärztin zu suchen, weil gerade in dieser Komplexität wird das natürlich übergreifend
nur gehen, wenn man zusammenarbeitet. Aber es gibt vielleicht auch einmal eine Art Zweitmeinung oder vielleicht möchte man einfach einen speziellen Rat. Häufig sind das auch dann eben der Rat auch für Angehörige, für pflegende Angehörige, wo es mehr um strukturelle Fragen geht. Und da sind wir manchmal etwas vielleicht besser vernetzt und können da auch vielleicht rascher eine Hilfe anbieten als niedergelassene Kolleginnen oder Kollegen. Ja, dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute gekommen sind. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg mit dem neuen Haus. Ja. Und ich denke, liebe Zuschauer, wir haben Ihnen auch gezeigt, es gibt eine neue Anlaufstelle in Regensburg und auch über Regensburg hinaus für die Altersmedizin. Das war's für diesen Monat. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Thema. Machen Sie es gut. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.